Herzlich willkommen. Schön blöd ist wieder da. Toll, oder? Ja, auch wir sind über den Erfolg überrascht. Da kündigt unser Ministerpräsident an, dass Hessen in Zukunft beim Thema Weltraum mitspielen will. Und schon kommen ein paar Balltritte aus Frankfurt und setzen den großen Wunsch des MPs direkt um. Und so fliegt Frankfurt seit Donnerstag in Richtung Fußballhimmel. Bleibt nur die Frage, in welchen? Erster, zweiter oder sechster? Ah, eine siebte, gute Wahl. Chefpilot ist übrigens ein Kolumbianer. Irgendwas mit Bebo, Bo. Ach, Tim, sag du es. Ach ja, richtig, so heißt er. Wer jetzt übrigens denkt, Raumfahrt ist sowas Langweiliges, der sollte mal nach Frankfurt schauen und sehen, wie man dort den Himmelssturm begleitet. Ja, man könnte fast sagen, ergriffen, verfolgt. Ich bin gerade mal 19, also von daher ist schon ein sehr krasses Erlebnis. Ja, dass es endlich mal wieder ein paar Männer gibt, die die Sterne nach Frankfurt holen, das finden wir. Ach komm, sag du es. Einfach unbeschreiblich schön. Tja, aber so schön das auch war, ach komm einmal noch. Trotzdem müssen wir diese Woche leider auch schimpfen. Da will man selber eine ordentliche Satire machen und dann kommen drei Kommunalpolitiker und nehmen einem die Butter vom Brot. Wie soll man da wohl reagieren? Empört, verärgert. Ja, denn diese drei Politprofis. Die TANA-Fraktionsvorsitzende Andrea Willing, Stadträtin Brunhilde Fischer und Stadtrat Klaus Denner, alle FDP. Ja, also die haben ein Flugblatt erstellt und das in TANA in der Rhön überall verbreitet. Darin heißt es, dass mit dem Krankheitsbild der Menschen mit geistigen und seelischen Beeinträchtigungen einhergehende Verhalten, wie zum Beispiel mangelnde Distanz, können und möchten viele Touristen nicht aushalten. Zu Deutsch, Menschen mit Behinderungen sorgen dafür, dass die Stadt kaum Tourismus hat und deshalb sollte man in Zukunft mehr für den Tourismus und weniger für die Menschen mit Behinderungen im Dorf machen. Nein, nicht wundern, ganz neu ist der Ansatz nicht, den gab's schon mal. Das fühlt sich an, als wäre man 40 oder 50 Jahre zurückversetzt. Ja, oder 80. Schauen wir aber erstmal, ob man sowas überhaupt darf. Bei uns werfen wir einen Blick ins Grundgesetz. Dort heißt es doch recht früh, also in Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Verglichen mit dem Gedanken, die Menschen mit Behinderung doch bitte von der Straße zu holen, damit mehr Touristen kommen, müssen wir leider feststellen, nein, nicht erfüllt. Ähnlich sind das übrigens die Betroffenen. Die fühlen sich auch persönlich angegriffen. Dass es ausgerechnet bei den Freidreher-Demokraten Politiker gibt, die nichts Besseres vorhaben, als auf die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft zu hauen, das finden wir blöd. Nee, doppelblöd. Und weil man das Gefühl hat, dass dem einen oder anderen der Kompass verrutscht ist, wollen wir noch mal kurz in Erinnerung rufen, dass niemand aufgrund seines Geschlechts, seiner Sprache, seines Glaubens sowie seiner religiösen oder politischen Anschauung und viele mehr benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Und damit, liebe TANA FDP, wird klar, ihr solltet keine Satire mehr versuchen und vielleicht auch das mit der Politik lassen. Oder wie es die Mutter FDP in Hessen sagt. Mir wurde schon signalisiert, dass es da auch personelle Konsequenzen geben wird. So, für schön blöd heißt es heute. Es ist vollbracht! Ja! Es ist vollbracht! Und Schluss mit lustig.